Moin Leute, was geht? Mein Name ist Eurogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Genau. So, nochmal vorweg, ich nehme mit meiner PS4-Kamera auf. Und das heißt, ihr seht an meinen Lippen wahrscheinlich so 0,3 bis 0,4 Sekunden Verzögerung. Also nicht wundern, wenn meine Lippen plötzlich anders reagieren als das, was ihr schon hört. Das heißt, ihr hört zum Beispiel ein Hallo und meine Lippen machen so zum Beispiel. Hallo, hier ist Eurogamescom. Das nenne ich meine Verzögerung, Alter. Das war mindestens 10 Sekunden. Egal. Ja, sorry dafür. Billige Kamera, kann man nichts machen. PS4 halt. Ne, Spaß beiseite. PS4 kann natürlich sehr viel dafür, aber naja. Ich habe heute wieder so ein kleines Video vorbereitet. Und zwar so ein Video, wo ich mich einfach mal bedanken möchte bei meinen ganzen Abonnenten. Ihr seid einfach spitze. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Zu meinem Gameplay, was ich heute erspielt habe. Es ist ein richtig schönes Gameplay. Es ist auf der Map Los Santos. Es ist ein, weiß ich nicht wie viel zu eins, aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du mich abonniert hast. Genau du. Du hast mich abonniert. Boah. Darf ich mal fragen, warum du mich abonniert hast? Das würde mich einfach mal so interessieren, warum du mich abonniert hast. Oder warum ihr mich abonniert habt. Das muss ja einen Grund haben, warum ich überhaupt ein Abo bekomme. Ich habe meine Abonnenten ausgeschalten. Und ich werde die Abonnenten erst wieder anschalten, wenn ich 2000 Abonnenten habe. Das habe ich mir einfach mal so vorgenommen. Und wenn ich mir was vornehme, dann nehme ich mir was vor. So einfach ist das. Genau. Ja, warum hast du mich eigentlich abonniert? Ich bin ein bisschen anderer YouTuber, ne? Ich bin nicht das, was so die großen YouTuber sind, ne? Ich mache immer mein Ding, ich sag, was Sache ist, das passt manchen aber auch gar nicht. Und ja, gut. Ich bin halt direkt und ehrlich und das sage ich auch immer. Bin auch ein bisschen verrückt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin eigentlich ein ganz, ganz lieber, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin absolut stubenrein. Wer das jetzt. Also ich bin wirklich stubenrein, ne? Ich bin stubenreiner Köter. Naja, zu dieser coolen Szene muss ich euch auch was sagen. Es ist eine Szene bei Trevor. Und zwar eine Zufallsszene. Und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß. Gleb ab. Was ist denn das? Genau, da dachte ich auch, what the fuck, wer ruft mich jetzt an? Ruft mich echt im Singleplayer jemand im Online-Modus an? Da habe ich schon gedacht, soll ich da wirklich rangehen? Hab's nur mal gelassen. Herrlich, Leute. Das ist jetzt auch mal was hier. Solche Momente gibt es in Call of Duty Advanced Warfare nicht. Nee, das passiert da nicht. Das passiert in GTA, ja. Da hat man so coole Momente, wo man noch von seinen Kindern erzählen kann oder seinen Urenkelkindern, die man dann mal kriegt, kann man davon sowas erzählen. Das ist herrlich. Steigen wir mal rein in die Karre. Genau. Ja, warum hast du mich eigentlich abonniert? Wisst ihr, ich bin ja eigentlich so ein YouTuber, der nicht besonders jetzt seine Videos schneidet wie die anderen großen YouTuber. Ich lade mein Video hoch, ich drücke auf den On-Knopf, laber mein Zeug runter, dann drücke ich auf die Aus-Taste und dann lade ich das Ding hoch und tagge das. So ist mein YouTube-Stil, muss ich ganz ehrlich sagen, gell? Also ich habe noch nie in meinem Leben ein Video geschnitten oder so. Erst auf der PS4 habe ich jetzt mal so ein Intro reingemacht, aber mehr eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. Ne? Ihr wisst ja, dass ich auf meinem Kanal unglaublich viel preisgebe. Ich bin seit 2 Jahren bei YouTube und somit habe ich auch auf meinem Kanal Videos, wo ich ganz ehrlich heute sage, da bin ich nicht stolz drauf. Ne?
Ihr könnt ja meine Laufbahn eigentlich verfolgen. Es ist 2 Jahre YouTube, über 2 Jahre YouTube, die auf meinem Kanal gespeichert sind. Das erste Video, eine Eidechse, glaube ich, unglaublich legendär. GTA 4 Videos, ne? Als GTA 4 noch Hype war, habe ich noch geletzplayt GTA 4 mit meinem Handy. Das waren noch Sachen mit dem Handy aufgenommen. Herrliche Momente, unglaublich viel Spaß gehabt. Das war eigentlich eine richtig tolle Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. YouTube bereue ich nicht. Es gibt einen Nachteil, es ist diese riesige Öffentlichkeit. Viele verstehen das jetzt nicht, aber wenn man merkt, dass man größer wird auf YouTube und die Leute plötzlich dich erkennen, dann ist das ein ganz komisches Gefühl, wenn man real life erkannt wird, ganz ehrlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mal 100.000 Abonnenten hat. Weil, ganz ehrlich, die Öffentlichkeit, die Privatsphäre ist das größte Gut eines Menschen, was man hat. Ne? Weil immer mehr Freunde finden meinen YouTube-Kanal durch Zufall. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Naja, das ist auch egal. Naja, ich will mich einfach bedanken. Ihr seid einfach die Besten, die es gibt. Und vielen Dank, dass es euch gibt. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Was soll ich denn sagen? Es ist einfach der Hammer, dass ich diesen Traum leben darf. Es ist ein toller Traum. Der Traum eines YouTubers. Für mich ist in Erfüllung gegangen. Hat sich alles erfüllt, was ich sein wollte. Ja, ich bin der Besten. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.